So, Musik geht wieder aus. Darf ich begrüßen auf der linken Seite zusammen mit Rexley Snipes sind FDK, Gutbuffed und SHDS. Auf der anderen Seite sehen wir Saufe B zusammen mit Azaria und Jenkudin. Ich wünsche allen Teilnehmern hier in der fünften Shuffle-Tournament-Runde viel, viel Erfolg und bringt diese Punkte-Ladder bitte durcheinander. Da habe ich richtig Bock drauf. Junge, ich will jetzt hier richtig Veränderungen sehen. Oh Mann, das ist auch schon wieder eine wilde Arena, ne? Ist neu mit Dragonflight dazugekommen. Ich weiß nicht, wie ihr die findet, ne? Ich finde die eigentlich ganz okay, tatsächlich. Man hat dieser Pillar in der Mitte, ne? Der ist schon richtig ekelhaft, ne? Junge, und es geht los. Es geht los. Wir sehen Azaria. Der sprintet erstmal schön rüber im Stealth. Saufe B auch weiterhin im Stealth. Ich muss mal gucken, dass ich hier eine gute Position finde. Und es geht los. FDK, Gutbuffed, das erste, was er macht, ist erstmal Anti-Magic Shield ziehen, um da so ein bisschen den Damage vom Retribution Paladin rauszunehmen. SAD kriegt richtig auf den Sack. Unter 50%, ist fast gestorben. Low gedroppt. Holy fuck, kann sich hier aber noch toppen. Es hat auch Gott sei Dank kein Cocoon gekostet. Saufe B hier in der Bedrulle. Ach du Scheiße. Strangulate into Leg Sweep. Saufe B kann das Ruder hier aber nochmal rumreißen, ne? Der hat das geschafft, hier sein ganzes Team nochmal zu toppen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schon in der Situation, dass FDK mir da auch auf Restoduit so ein Ding reingeschallert hat. Das konnte ich nicht gegenheilen, ne? Also können wir auch mal sagen, dass Saufe B hier einen richtig, richtig geilen Job macht. Meine Fresse. Azaria droppt low, Saufe B droppt auch low. Da ist Barkskin mit Ironbark zusammengeflogen. Und das Team von Rexley Snipes sieht schon fucking sehr gut aus. Und holy moly, the deep end. Vielen, vielen lieben Dank für 5 gegiftete Subs. Junge, Alter, du lässt ja heute auch nichts anbrennen, ne? Holy moly, vielen lieben Dank dafür. Und wir gehen wieder rein ins Game. Azaria, drop low. Dawn sind raus. SADS, richtig low. Das war jetzt schon das zweite Mal in der ersten Runde, dass SADS so low droppt und auch wieder getoppt werden kann. Cocoon ist schon gebraucht worden von Rexley Snipes. Azaria, drop low. Hat hier einen Silence drauf, also beziehungsweise einen Kick vom DK. Jenkudin musste Bubble ziehen, Melee Bubble ist auch schon raus und damit sind eigentlich die großen Dev-CDs eigentlich schon aufgebraucht, aber das hat noch nichts zu heißen. FDK droppt low, SADS wird hier getoppt, das hat Rexley Snipes eigentlich ganz gut im Griff, allerdings hat er so ein bisschen Probleme hier die richtige Position zu finden, wenn ich das mal so sagen darf, weil die DPS es ihm schon sehr schwierig machen, hier Higher Ground zu gewinnen. Saufe B droppt hier low und wir gucken uns mal das Mana an von Saufe B. Junge, das hat richtig gelitten, ne? Also da hat der ordentlich reingeschallert, hat aber auch noch einen Anregen drin. Deswegen muss das auch erstmal alles nichts heißen, ne? Rexley Snipes hier mit dem Cocoon auf SHDS. FDK Gutbuffed zieht hier seinen Burst. Azaria droppt low, Saufe B droppt auch low, ist im Strangulate und Ironbug ist raus. Bash wird auch gezogen. Oh, er schafft es aber nicht mehr, hier sein Paladin zu retten. Junge, Junge, Alter, das ist richtig gefährlich. Ich glaube, das wird auch eine der spannendsten Runden, die wir hier haben. Gut, dass du es nochmal im Chat erwähnst. Deep End, Junge, dein Support ist geisteskrank, ne? Alter Schwede, das ist richtig heftig. Vielen, vielen lieben Dank. So, wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite wieder Rexley Snipes zusammen mit der Eule und dem Frost Decay. Gegenüberliegend sehen wir Saufe B zusammen mit dem Enhancement Shaman und dem Retribution Paladin. So, und es wird diesmal, ja, würde schon sagen, eher mittig gefightet, anstatt an dieser kleinen Rampe am Anfang. Aber der Fight verschiebt sich halt schon schnell. Da kommt der Hodge auf Rexley Snipes. SADS droppt low. Saufe B muss hier schon sein Nature Swiftness ziehen, um hier den Top SADs wieder zu toppen. Jenkudin burstet rein. Frosty K got buffed, burstet rein. Azaria droppt low. Kann hier aber auch wieder von Rexley Snipes getoppt werden, der auch noch einen Cocoon ready hat.
Yankodin, Vengeance cheert raus. SADS unter 50% wieder. Also hier werden auch schon wieder die Targets geswappt. Ne? SADS wird getoppt, gleich auf Yankodin rüber. Yankodin wird getoppt, gleich wieder auf SADS drüber. Also da scheinen die Eule und der Frost Decay sich hier ganz gut zu harmonieren und schnelle Swaps hinzulegen. Saufe B zieht hier seinen Movement-Buff, um ein bisschen Distanz zwischen dem Fight und ihn zu kriegen, weil er ist natürlich selbst auch in der Gefahr, Opfer von einem Go zu werden. Und wir sehen hier jetzt, Azaria sitzt im Berg, kriegt einen Cocoon, hat Dorn noch ab, wird getoppt jetzt hier, aber der Damage schallert hier rein. FDK Guard Buff droppt hier sehr, sehr low. Wir haben jetzt aber keinen Cocoon mehr. Da kommt der Root Beam, verfehlt, aber Saufe B und hätte wahrscheinlich auch nicht so viel Impact gehabt, weil der das Ganze natürlich in seiner Druidenform einfach negieren kann. Yankodin droppt hier low. Saufe B hielt jetzt hier auf jeden Fall rein. Vengeance Shield wird gezogen, um hier nochmal ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Wir sehen aber auch, Bubble vom Paladin ist auch schon raus und da bleibt eigentlich nicht mehr viel nach. Wir haben aber wieder Nature Swiftness, wir haben auch Dorn. SADS droppt low hier. FDK gebufft. Anti-Magic Shield ran, um nochmal Druck zu machen. Ach du Scheiße, SADS droppt hier und stirbt. Holy Moly, also das ist... Junge, ich finde das richtig wild, ne? Was hier alles passiert... Junge, das ist auch nicht mehr normal. Ich muss mal einen Schluck trinken hier. Meine Güte nochmal. Spannend, 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 spannend. Ich fühle hier richtig mit. Ich habe auch so Bock, ne? Ich habe auch so Bock. Aber ich sag dir eins, mit den Heilern will ich nicht tauschen, ne? Also, ne? Wir können hier auch gerne mal Liebe im Chat dalassen für die Heiler, die hier alle wirklich ausnahmslos einen richtig geilen Job machen. Im Shuffle zu heilen kann wirklich das Widerlichste sein, was man in diesem Spiel zurzeit erleben kann. Deswegen, hier, lasst mal bitte Liebe da für unsere Heiler. Wir sehen hier jetzt, SADS scheint Target zu sein. Er droppt hier low, FDK got buffed, hat wieder sein Enter Magic Shield raus. Und ich habe so das Gefühl, dass er das im Voraus schon benutzt, weil er schon ahnt, was auf ihn zukommt, gerade mit der Eule. Und SADS, ah! Junge, das war ein schnelles Ende. Ich glaube, das hat auch den Heiler und SADS selbst überrascht, dass sie hier... Junge, 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 Alter. Das kann ein Global sein. Einmal gekickt auf Naturzauber oder ähnlichem. Sonst irgendwas. Und dann ist hier vorbei. Und dann kannst du da auch nichts mehr gegen machen. Da hilft dann auch meistens ein Overgrowth nicht. Und die Trends brauchen halt ja auch immer so ein Global, um ein bisschen zu wirken. Also das ist richtig wild. Wir sehen jetzt in dieser Runde Saufe B mit Azaria zusammen und FDK got buffed. Zusammen gegen Rexley, Snipes, SADS und Yankodin. Und SADS und Yankodin haben vorhin schon miteinander gespielt und das hat eigentlich sehr, sehr gut harmoniert. Ne? Wir gucken uns das Ganze hier an. Hodge auf unseren Rested Druid. Rexley, Snipes immer noch in sicherer Position. Leint auch hier den Heiler tatsächlich. Grip von FDK got buffed, der aber auch low droppt. Der versucht natürlich immer den Heiler mit reinzuziehen. Und jetzt läuft der Burst von Frost Decay. Und jetzt ist natürlich die Frage, schafft das Team von Rexley Snipes das zu überleben? Wenn ja, dann ist erstmal schon wieder ein bisschen Puffer drin. Ne? Weil diese One-Minute-Cooldown-Klassen ist natürlich, wenn der Burst nicht richtig scheppert und keine Cooldowns forst beim gegnerischen Team, dann ist natürlich blöd. FDK, oh, got buffed, droppt hier richtig low. Droppt sein Anti-Magic Shield. Dawn auch nochmal hinterher von Saufe B. Der schafft das aber sowas von seinen DK hier noch zu poppen. Root Beam hier, Cocoon raus von Rexley Snipes auf SADS. Junge, Junge, Alter. Hier, also ich weiß gar nicht, links, rechts, hier droppen die Health Bars wie, weiß ich nicht, Flares Verkaufszahlen. So, Azaria, 50%, ne, kriegt einen Stun vom Schamanen ab. FDK got buffed, auch unter 50%. Jetzt muss Saufe B, der muss jetzt hier ranknallen. Wir haben jetzt wieder, die Minute ist vorbei, FDK got buffed, haut hier jetzt seinen Burst raus und haut auch mit auf den Monk. Und der droppt gefährlich auch. Magie-Diffusion, oh,
Knappe Geschichte, schafft es noch, sich zu toppen. Jetzt wird aber erstmal wieder auf den Schaman geswappt. Rexy Snipes, unglaublich, das zu toppen. Auch von Saufe B, unglaublich, wie der da den DK nochmal aus dem Leben, aus dem Tod nochmal zurück ins Leben geholt hat, gefühlt. Azaria, 50% live. Und das, man merkt es, es burnt wieder Mana. Da fliegen die Vollmonde vom Himmel herab auf die gegnerischen beiden Melee-DPS. SADS hat sein Burst-Up, Jankudin auch sein Burst-Up. Dawn ist raus von Azaria, auch Dawn von Saufe B nochmal raus. Die Frage ist, machen die Melees dann Swap oder schallern die da einfach durch, ne? FDK got buffed, oh Gott, droppt gefährlich low. Iron Bark raus von Saufe B auf FDK. Das hat aber nicht mehr gereicht. FDK stirbt hier gegen den Enhancement Shaman und den Retribution Paladin. Und sowas sehe ich doch schon manchmal ganz gerne, ne? Man könnte jetzt meinen, ich wäre ein bisschen anti-FDK got buffed eingestellt, aber ich habe schon so oft gegen den verloren, da fühlt sich das auch mal gut an, zu sehen, wie der auch mal ein bisschen auf die Nase kriegt, ne? So ein bisschen Schadenfreude müsst ihr mir schon lassen. Nichtsdestotrotz ein begnadeter Frost-DK-Spieler. Und natürlich auch Augmentation Evoker, da will ich ja gar nicht schlecht reden, ne? Wir sehen jetzt hier Saufe B zusammen mit FDK gebufft und SADS gegen Rexley Snipes, Azaria, Jankudin. Hier Enter Magic Shield, schon mal preemptive geused von unserem FDK gebufft und der haut hier natürlich auch den Burst drauf und der lässt sich nicht lumpen, ne? Dem hat die letzte Runde gereicht, da kommt schon der Ehrgeiz wieder durch. Geht hier auf Rexley Snipes, der muss sich erstmal selbst toppen, swappt dann auf die Eule auf Azaria, der wird wiederum mit einem Cocoon getoppt und jetzt kommt auch schon wieder der Swap auf den Hemonk und der muss wegporten. SADS unter 50% live. Jankudin hat den Burst an. Dawn von Azaria ist auch raus. Der versucht hier so ein bisschen Meta gut zu machen, wird aber vom Frost Decay wieder rangegrippt, in den Strangulate mit rein und eieiei, was soll ich euch sagen, ne? Eule, droppt wieder low. Also es geht wirklich rasend schnell und man muss echt gut dabei sein, hier wirklich alles mitzubekommen. Wahrscheinlich verpasse ich auch die Hälfte. Manchmal verpasse ich auch, wenn einer stirbt, gerade in der letzten Runde. Aber das kann alles passieren. SADS dropped low. Wir haben hier die 30%-Marke schon unterschritten. Das ist immer ein gefährliches Zeichen. Aber Frost Decay holt jetzt hier aus. Azaria dropped low. Schafft Rexley Snipes das noch hinter der Säule zu toppen. Wird hier mit reingegrippt. Kriegt einen Silence rein vom DK. Junge, der lässt hier ja gar nichts anbrennen, Junge. Da wird richtig ausgeteilt. Rexley Snipes immer noch in der Bedrulle. Hat 4 Sekunden noch auf Cocoon. Kann sich aber noch toppen. Und da kommt der Swap auf Azaria. Der droppt auch wieder low. Aber Cocoon ist schon wieder ready. Das heißt, auch mit den Dornen sollte Azaria jetzt fein sein wieder. SADS ist jetzt wieder das Target der Begierde. Versucht hier die Hex, die Kicks zu faken und die Hexes rauszukriegen. In Cap auf Rexley Snipes. Ach du Scheiße. Jankudin droppt low. SADS droppt low. Wir sehen hier ein Root Beam auf Saufe B. Der muss natürlich erstmal Form swappen, um rauszukommen. Und das sind alles Globals, die wichtig sind. Und Cocoon ist raus und Rexley Snipes wird hier getrained. Der Swap auf den Heal Monk hat hier das Game entschieden. Holy moly. Ey, Junge, Alter. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Ne? Das ist jetzt schon das zweite Mal, ne, dass wir das heute gesehen haben, ne? Ursprünglich, ne, das sage ich euch, waren 4 Heal-Monks angemeldet, ne? Und ich bin froh, dass wir jetzt einen Priest beziehungsweise den Heal-Druiden mit dabei haben und den anderen Holy Priest, ne? Junge, Junge, wie oft hier nach dem Cocoon auf dem Monk geswappt wurde, das ist echt gefährlich. Junge, Junge, da brennt aber die Toilette, das sage ich euch. So. Saufe B versucht hier in Invis eine gute Position zu erhaschen und sein Team bestmöglich zu supporten. Da kommt der Hodge auf SHDS. FDK got buffed, hat hier sein Burst an und geht auch gleich am Anfang auf den Healmonk mit drauf. Ne? Ach du Scheiße, Azaria versucht hier natürlich seine Mates zu peelen und verteilt hier die Clones. Gerade im Go vom FDK ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Swap auf Saufe B,
Der zieht Gelassenheit, um sich hier zu toppen. Root Beam nach Gelassenheit. FDK immer noch low. Der Leg Sweep auf Saufe B, das ist das Trinket. Da muss der Heiler das Trinket usen, um hier sein DK wieder zu toppen. Und jetzt wird die Uno Reverse Card ausgespielt. Und Rexy Snipes wieder ganz, ganz bedrohlich. Hat aber noch ein Cocoon ready. Das heißt, im Notfall kann er doch mal, und das ist natürlich gutes Cooldown-Management, ne? Wenn du 5% Life hast als Monk und die Eier hast, dein Cocoon nicht zu ziehen und dich so zu toppen, Junge, dann, das sind Balls of Steel, würde ich mal hier sagen. Nächster Go auf Rexley Snipes. Oh. Vielleicht gestorben ohne Cocoon diesmal. Man kann es mit den Eiern aus Stahl dann auch übertreiben. Ich glaube, dass da Rexley Snipes in letztem Atemzug da ins Gras gebissen hat. Und wir gucken uns die Tabelle an. Junge, Junge. Also man könnte das Gefühl haben, dass dem FDK Gut Buff das nicht gefällt, dass der Smitty Evo auf Platz 1 mit seinem Evoker rumsitzt, ne? Und holt ihn nach mit 5 Runden Gewinn, ne? Ach, du heilige Scheiße. Wir gucken einmal rein in Damage. Ja, 31 Millionen Schaden. Richtig, richtig big. Jankodin auch mit 29 Millionen Schaden dabei. SHDS auch mit 24 Millionen. Azaria 21 Millionen. Ich glaube so ein bisschen, dass die Eule darunter so ein bisschen gelitten hat, dass der Heal-Monk natürlich hier viel dispelled. Gucken wir uns nochmal die Heilung an. Auch Rexy Snipes, ne? Das war auch ungünstig zum Schluss. Aber hier dennoch 4 Runden gut gemacht. Hut ab an die Teilnehmer. Ich trage das wieder ein. Und ihr korrigiert mich bitte, falls ich hier schon wieder irgendeine Scheiße baue. Das wäre mir sehr, sehr wichtig.